Starke Militärpräsenz. Sieht sehr nach Pantheon aus. Kommst du da rein? Ich bin schon im Perimeter. Muss mich nur passend kleiden. Halt uns auf dem Laufenden. Das sollte funktionieren. Hey, er ist wieder da. Sie müssen schnell auftanken und neu beladen. Ich sag ihm Bescheid. Ende. Marshall, bin in Uniform. Bin dabei, etwas Aufklärung durchzuführen. Wir sind alle ganz Ohr. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von COD BO6. Wir sind direkt in der Mission drin, das ist ganz komisch. So, ja, hier ist ein Radar. Die haben eine beeindruckende Radaranlage. Ja, dagegen müssen wir was unternehmen. Du könntest deine Ladung an der Schüssel anbringen. Oder die Stromversorgung kappen. Die muss mit einem Generator verbunden sein. Gibt es andere Optionen? Wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Hinter dem Sicherheitsfenster ist jemand stationiert. Ein bisschen plaudern wäre gut. Okay. Und dann haben wir noch ein Luftabwehrsystem. Ich sehe ihr Luftabwehrsystem. Sieht geladen aus. Meinst du, du könntest Ladungen an dem dicken Ding anbringen? Vielleicht. Oder ich sabotiere ihre entnommenen Sprengköpfe und überzeuge sie, sie auszutauschen. Wenn du jemanden findest, der das macht, sicher. Ist eine Möglichkeit. Oh, wie viel musst du denn hier machen? Ein Kampfhubschrauber ist in einem abgesperrten Bereich gelandet. Vielleicht kann ich eine Sprengladung anbringen. Wenn du nah genug rankommst. Und sie wollen ihn gerade auftanken. Ich könnte mich am Treibstoff zu schaffen machen. Du könntest etwas Wasser reinkippen. Da ist ein Wachposten. Vielleicht kann ich die Wache da drin bezirzen. Gibt es andere Optionen? Eventuell. Sieht aus, als wollten sie Fracht einladen. Das könnte ich ausnutzen. Unbedingt. Okay, Satellitenkarte. Ja, okay. Sobald du alle drei neutralisiert hast, sind wir startbereit. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal zum Radar. Ich kann keinen Wegpunkt setzen. Und Seth, halt die Augen offen nach der Wiege. Sie ist irgendwo in dieser Basis. Wird gemacht. So. Ich hoffe, das ist nicht wie bei MW3, wenn ich sprinte, dass der Gegner dann so richtig aggressiv ist. Du musst nur noch dieses Schloss aufkriegen. Warte. Hab's. So. Okay. Morgen. Moin. Wo kann ich mit dir reden? Guten Morgen. Nicht für mich. Kann's kaum erwarten, hier zu verschwinden. Das sollte 3 Tage dauern, nicht eine Woche. So schlimm, nicht wahr? Also, diese scheiß Pantheon. Okay, die Satelliten. Können hier so einen Typen belauschen und mit dem Marschall talken? Sag Sergeant Whitman, dass alles bereit sein wird. Ende. Verstanden. Ist das Radarsystem gerade in Betrieb? Soweit ich weiß. Warum? Stimmt etwas nicht? Na, scheint mir nur etwas übertrieben, oder nicht? Wenn man es hier draußen schon angehört. Nein, ich habe nur zufällig gehört, wie jemand es als Schrott bezeichnet. Oh, das ist gut. Schrott? Gut möglich. Ich versuche noch diesen Scheiß zu verstehen. Scharfes Auge. Warte mal, der Monitor. Die haben erst kürzlich eine Klatter-Simulation durchgeführt. Was immer das ist. Das Radar muss offline sein, wenn die Simulation läuft. Alter, sind wir hier bei Hitman. Okay, können wir hier noch was machen? Ah, ja, da unten. Meldecodes, interessant. Hier ist etwas als Fehlfunktion Code 11A aufgelistet. Er hatte am Funk einen Sergeant Whitman erwähnt. Könnte nützlich sein. Also, was gibt's? Irgendwas mit einem Code 11A? Im Ernst? Warum höre ich erst jetzt davon? Das hat mir Sergeant Whitman gesagt. Hat er genauer erklärt, was er will? Hier. Überrascht mich nicht.
Es ist das erste Mal, dass ich mit so etwas zu tun habe. Ich warte einfach auf dein Signal, um die Simulation zu starten. Ach, auf meinen? Oh, das ist ja geil. Radar erledigt. Ich habe den Techniker überredet, eine Klattersimulation durchzuführen. Klattersimulation? Sie werden uns nicht kommen sehen. Gefällt mir. Jetzt der Heli oder das Luftabwehrsystem. Such es dir aus. Oh, gut. Dann ist das schon mal geregelt. Ja, ging doch schneller, als ich dachte. So. Dann mal zum Abwehrsystem. Morgen. Hey, hey, Frischfleisch. Unhöflich. Ist nichts Persönliches. Das ist der reinste Taubenschlag hier. Aha. Bin schon seit Anfang an dabei. Ist gerade erst angekommen. Ich sehe keinen Grund zur Eile. Gut, gucken wir mit dem scharfen Auge wieder. Die Lieferung der Sprengköpfe scheint aus Belarus zu stammen. Aus Belarus? Eine Arbeitsanweisung, neue Lightships in die Sprengköpfe zu setzen. Modell GCX-78. Oh, wir können die austauschen, bestimmt. Diese neuen Sprengköpfe werden nicht vor morgen installiert. Vielleicht kann ich das beschleunigen. Was weißt du überhaupt über diese Sprengköpfe? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Komm aus dem Irak. Wir beziehen keine Raketen aus dem Irak. Ah, fuck. Nein, ich muss es anders sagen. Entschuldigen. Belgien sicher, vor allem. Aber die Dinger sind noch nicht bereit. Ja, hab kurz mich verwirrt. Für morgen geplant. Wenn du so viel weißt, was ist das Upgrade? Das sind die GCX. Okay, ich schätze, ich kann mir das am Nachmittag mal ansehen. In Ordnung, dann tob dich mal aus. Ja, ich bin einfach so ein richtig guter Überzeuger. Oh, Scheiße. Die kann ich abbrechen. Als ob ich hier nicht lang darf. Kann ich hier rüberspringen? Ja. Wie, ich darf hier nicht rein. Okay. Jungs. War das nur Einbildung? Es war nur Einbildung, ja, war es nur. Alles klar. Geh und sieh nach. Ich höre dich. Überprüfen. Überprüf das und gib Rückmeldung. Kommando! Was gibt's? Was hast du gefunden? Muss den hier ausschalten. Was hast du gefunden? Ich wurde entdeckt. Entschärf die Situation, wenn es geht. Die haben mich enttarnt. Nehme Verfolgung auf. Du bist ungeschützt. Jetzt gibt es kein Zurück. Tu, was du tun musst. Scheiße. Nee, warte mal, wir machen nochmal. Das war bescheuert von mir. Vielleicht hier außen lang? Hier ist auch gesperrter Bereich, okay. Dann gehen wir mal hier rüber. Ich muss ja, wo muss ich hin? Ich muss da rein. Was war? Du darfst nicht hier sein. Ich wurde entdeckt. Oh, fuck, warum ist denn da drinnen auch einer? Meine Güte. Okay, zum Glück speichert das Game sehr oft. Ich könnte hier runter. Na, gucke mal. Und weg mit dir! Ich sollte die Leiche hier nicht rumliegen lassen. Davon könnte ich was an den Verteidigungen platzieren. Ich brauche ein Werkzeug, um das Ding zu sabotieren. Hier ist doch ein Schraubenschlüssel. Werkzeug. Wird mir das markiert? Nö. Ah doch, da hinten. Nee, da kann ich nur den Sprengsatz anbringen. Aber da ist doch ein Werkzeug. Ich brauche ein Werkzeug, um das Ding zu sabotieren. Das ist ein anderes Werkzeug. Da drüben wahrscheinlich. Yep, die Lieferung wurde abgeladen. Ja, du bist auch abgeladen. So, schön mal zumachen. Drahtschneider. Genau, was ich für die Rakete brauche. Hey. Wie ist der Stand? Ich wurde entdeckt. Entschärf die Situation, wenn es geht. Alles super. Gut. Die Drähte müssen mal gestutzt werden. Kein Problem.
So. Ihre Raketen können Sie vergessen. Gute Arbeit. Bring jetzt die Wache dazu, die aktiven Sprengköpfe gegen die Blindgänger zu tauschen. Okay, lass mich kurz hier rausgehen. Was war das? Stopp! Ich brauche Verstärkung! Nein, brauchst du nicht. Das wäre dann erledigt. Alter, meine Güte. Aber alles super. Sieh an, wer zurück ist. Das Upgrade ist installiert. Na dann okay. Ich lasse die neuen Sprengköpfe direkt installieren. Perfekt. Jetzt musst du nur noch ihre Flügel stutzen. Nimm dir den Heli vor, Seth. Okay. Ich würde den auch nicht sprengen lassen, weil es gibt ja immer noch einen Typ, der ja für uns das Radar ausmacht. Und wenn der merkt, dass irgendwas explodiert, dann wird er das vielleicht nicht machen. Irgendwas stimmt da. Ich war nicht da. Okay. Scheiße. Es ist halt wirklich hier hinten, man. Vielleicht von oben lang gehen. Ja, von oben ist besser. Dann schalten wir den hier noch schnell aus. Die gute Frauenpower. So, schnell hier rüber. Ey, du hast mich nicht gesehen. Warte, ich mit dem Messer. Ein Problem? Wir können den Sprengstoff anbringen. Hab nichts. Ich höre dich. Davon könnte ich mehr gebrauchen. Hier drüben ist diese Ladung. Da können wir irgendwas machen. Wenn ich nur was hätte, um den Treibstoff für den Heli zu punchen. Okay. Muss ich wahrscheinlich auch finden. Irgendwas stimmt nicht. Die Klappe! Gut. Hier drinnen wahrscheinlich. Garcia sagte, unter der Basis wäre ein Art Tunnelsystem. Ja, das alles hier war früher mal ein Straflager. Wie haben die das nicht bemerkt? Ich brauche ein Wurfmesser. Scheiße. Ich habe keine schallgedämpferte Waffe. Das Labor war unten im Tunnelsystem. Die Sowjets haben es wohl in den 80ern für ihr Biowaffenprogramm genutzt. Die scheinen sich nicht mehr darum zu kümmern. Das ist das Hammer. Die wissen nicht mal, dass wir hier sind. Das Hammer vor allem. Die Roten haben es vor ein paar Jahren geschlossen und unter Quarantäne gestellt. Ich schlafe ab jetzt nur noch mit Maske. Ich sammle hier irgendwelche Waffen. Aber ich habe die gar nicht in der Hand. Ich habe nur eine Pistole in der Hand. Wo kann ich denn? Ich krieg hier keine Messers. Naja, wenn die da stehen bleiben, dann ist ja alles gut. Kannst du mich hören? Nee. Alles gesichert. Alles ich hab nur meine Fäuste. Oh, da drüben ist jemand. Okay. Ich hab da was. Sieht aus wie eine Art Auftragsautorisierungsformular. Klingt nützlich. Achtung an alle Stationen. Wir haben einen Mann am Boden. Hey, nein, was machst du denn hier? Okay, alles ist wieder gut. Karte aktualisiert. Was ist hier drüben? Explosive Ladung. Muss man da rüber. Weil hier konnte ich da auch noch was machen. Ich weiß nicht, ob er es erwähnt hat. Aber Garcia war Teil der Gruppe, die alles sicher. Ach, ich darf hier sein. Oh, dann ist ja alles gut. Vor ein paar Wochen. Dabei sind wohl die meisten aus seinem Team draufgegangen. Aber du hast auch Patrouillendienst, ja. Was? Ja, hab ich. Hier müssen wir hin. Celsius, nicht Fahrenheit. Ist doch scheißegal. Hey du, ich muss was in den Heli laden. Es ist dringend. Sicher. Und das Autorisierungsformular? Hier. Okay. Sag den Jungs, sie können loslegen. Vielleicht kann ich mit der Fracht vor dem Tor etwas anfangen. Vielleicht so C4 hinlegen? Oder so? Ah, hier. Kann ich mit denen reden. Aber ich will doch davor irgendwas hier mit dem Zeug machen. Alles klar. Bitte alle persönlichen Gegenstände bis heute Abend entfernen. Danke. Okay, hier gibt's hier irgendwas zum Eintippen. Okay, die 6 waren richtig. 1,
7. 5 ist auch falsch. Welch 7? 6, 6. 7 war richtig, also. Da fahre ich nochmal eine 6. 6. 7. 1. 6, 6. Jawohl. Wasser, wenn das irgendwie in den Heli-Treibstoff gerät, würde das einigen Schaden anrichten. Kann ich die Leiche mitnehmen? Ja, ja. Komm mal mit, damit du hier nicht entdeckt wirst. Schleppen wir dich hier oben hin. Okay, ich kann halt irgendwo so Wasser reinfüllen, damit der Heli nicht fliegt. Oh, hier gibt's Money. Aber hier könnte ich doch irgendwas öffnen. Nee, okay. Ist es hier? Wie geht's so? Warte, hier kann ich auch noch was machen. Guck mal, hier vorne. Ah, guck mal. Könnte hier etwas C4 platzieren? Nee, aber ich will ja nichts sprengen. Deswegen gehen wir nochmal hier rüber, um jetzt das Wasser dort zu machen. Also hier so lang, zack, zack. Dann hier drüben. So, und das können wir dann hier reintunken. Mal sehen, wie gut das Ding mit Eis im Motor fliegt. Ah, das ist auch noch eisiges Wasser. So ist besser. Marshall, ich hoffe, die mögen das neue Treibstoffgemisch in ihrem Heli. Ich will es gar nicht wissen, aber gute Arbeit. Das wären alle Ziele. Und keine Spur von der Waffe. Es muss eine Sicherheitsstation geben. Vielleicht kannst du die Waffe auf den Kamerabildern finden. Dann fliegen wir aus allen Rohren feuernd rein. Gut, werden wir machen. So, irgendwo Kamerabilder. Nö, mach ich nicht. War das nur? Hallo. Ich bin am Sicherheitsterminal. Sekunde. Es ist mit einer dieser Chiffren gesperrt. Nicht wieder der Scheiß. Okay, 8 ist P. Pantheon bestimmt. Oder? Nee, nicht. Okay. 4 ist... Fuck, wer guckt denn da jetzt schon wieder? Wie komme ich hier raus? Ich komme hier nicht raus. Okay, ich muss das fertig machen. 4 ist N. 9 ist O. Okay, es ist ein O. Was ist die 8? Ist auch ein P. 0 ist T. Was ist das denn für ein Wort? 6 ist ein E. Die 1 ist ein. Die 1 ist ein S. Panoptes? Ist es bin drin. In Grieche oder so? Kannst du mich hören? Nee. Gestern Morgen, Commander. Na, guck mal. Das ist kaum genug Zeit, um vollständig. Zeit? Ja, das Risiko einer Konter. Ich wäge die Risiken ab. Commander, wenn... Ist das? Das ist Harrow. Wir haben getan, wofür wir gekommen sind. Die Waffe wurde verschickt. Verschwinden wir, bevor die CIA oder die Russen uns bemerken. Deutlich genug? Ja, Ma'am. Wir sind vielleicht schon kompromittiert, der Unruhe im Lager nach zu urteilen. Kommt mit mir. Oh, das werdet ihr nicht. Ihr werdet nicht entkommen. Schlechte Nachrichten. Lass hören. Die Waffe wurde verlegt. Harrow hat selbst bestätigt. Jane ist hier? Jetzt? Hab sie gerade auf der Überwachung gesehen. In einem Labor. Vermutlich unterirdisch. Herrgott. Okay, neuer Plan. Wir gehen nicht mit leeren Händen. Wir stiften Chaos und schnappen Harrow. Unverletzt. Ich habe ein paar Fragen. Ich suche einen Weg unter die Erde. Rücken jetzt aus! Chef, Zeit, das Radar vom Netz zu nehmen. Mit Vergnügen. Hey, da
Erinnerst du dich an mich? Ja, sicher. Klatter-Simulation ist vorbereitet. Ist Whitman bereit? Das ist er. Starte jetzt. Arcus 1, aus Nordosten nähert sich ein Flugobjekt mit hoher Geschwindigkeit. Siehst du das? Im Ernst? Nein, ich lasse hier gerade eine Simulation laufen. Sieht aus wie ein... Verdammt! Wir werden beschossen! Was? Achtung, Beschuss! Hallo, wir sind auch da. Sightseeing Chase. Sir, wir nähern uns der Basis. Wie läuft es da unten? Unterwegs zum Treffpunkt. Ich glaube, ich kenne den Weg zu Harrow. Genau das will ich hören. Die sind jetzt komplett außer sich. Feuere so, Rakete ab! Achtung! So, ja, ist nur eine Simulation. Aber nee, nee. Das ist der Loop, der jetzt hier ankommt. Raketen unterwegs! Chef! Zu Diensten! Hallo? Bitte die Luftabwehr ausschalten. Oh oh. Oh, gut so. Perfekt. Wir werden angegriffen! Kleinkaliber mit Vogel im Anflug! Schützen unterhalb, Kate! Der kommt nicht weit! Schalte sie aus! Oh ja, der stürzt ab. Raketenwerfer unterhalb, auf den Dächern! Mach Kleinholz aus ihnen! Ja, und die werden nicht erfreut sein. Feinde auf dem Hof! Schalte sie aus! Warte, kein Problem. Das ist unser Dach! Links! Die Dachfenster! Felix, bring uns drüber! Case, das sind ein paar Typen! Schalte sie aus! Hab ich! Los, rein da jetzt! Ich hab Bock auf Action! Gute Arbeit! Gehen wir runter! Case, mir nach! Adler, du folgst Case! Komm, Adler! Unsere Direkt Zeit ist hinter gekommen. Dir, Case! Perfektes Timing. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Der Weg unter die Erde liegt auf der anderen Seite der Basis. Schmeiß eine Granate! Geh voran! Werden wir schon schaffen. Vorrücken! Ey, er lebt noch. Aber wie wir sie ausgetrickst haben mit dem Funknetz und dem Helikopter. Wyatt! Verbündete am Boden! Jemand nähert sich! Yep. Nach draußen! Bewegung! Der Luke nähert sich nämlich. Pantheon auf dem Hof! Oh ja, hier ist sehr viel Action. Ein Pantheon-Konvoi nähert sich! Ein großer! Sie wollen uns von den Tunneln fernhalten! Felix, halte sie uns vom Leib! Wir kommen jetzt zurecht! Zielgesicht! Sniper! Fuck, ich bin so am Arsch. Okay, jetzt nicht mehr. Kommt schon! Da hinten brennt's. Granate. Jawohl. Achtung, Granate! Wie viel Sorgen die Pentagon-Wachen sich machen, wenn jemand stirbt. Das ist cool. Das ist ein cooles Gimmick. Der Tunneleingang ist in einer Hütte am anderen Ende der Basis. Wir müssen uns durchkämpfen. Ah, wieder ein gepanzerter. Achtung, Pantheon-Fernlenkladung! Scheiße. War irgendwie auch klar. Pantheon setzt uns alles entgegen, was wir haben. Harrow versucht sich Zeit zu verschaffen. Haben wir eine Elite-Einheit. Da kommen noch mehr Pantheon. Tschüss, Alter. Chip. Achtung. Diese Freaks hier. Da kommt einer. Verschwendest deine Munition! Ah, fuck! Schilde sind doch nur für Noobs! Vorsicht, Splittergranate! Okay, Jungs, da kommen wir nicht vorbei. Wir müssen eine andere Seite gehen. Och, Seth! Hätte sie nicht die Kleidung mal geändert? Baldwin, du bist ungeschützt! Ziel geht in Deckung! Pass auf! Ich hab mich selber geflasht, einfach. Alter, Seth! Kommt nicht durch!
Komm noch etwas mehr! Ja, gerne. So nehme ich. Und jetzt rein da! Wir sehen uns auf der anderen Seite. Gut. Felix, wir gehen unter die Erde und suchen Harrow. Felix! Felix, der Kontakt bricht ab. Hörst du mich? Ich höre dich wunderbar. Jane, was zum Teufel? Was machst du? Leg deine Waffen nieder. Ich kann dich und die anderen hier rausbringen, Troy. Nach dir, Case. Vertrau ihr nicht. Die ist eine Lügnerin. Okay, wir nehmen mal Adrelins sind wieder. Pantheon voraus! Alles klar. Bin hinter dir! Oh, wie geil! Machen wir die kalt! Das macht richtig Bock. Komm, nachladen. Ich fertig. Ich mach euch Curry. Oh, ich hab mich selber getroffen einfach. Alles rauf auf ihn. Scheiße, ich bin voll mit Gas. Wir können nicht noch mehr Zeit lassen. Hartnäckig wie immer, Troy. Aber das hier ist eine Nummer zu groß für dich. Und in Slow Motion hier dreh rein. Einfach um, bevor du verletzt wirst. Oder Schlimmeres. Halt die Klappe, Harrow. Ich komme jetzt und bringe dich um. Wir schaffen das, los! Du hast keine Chance. Schrotflinte! Alter, alle gepanzert. Mit Dragon Breath. Dragon's Breath oder wie der Scheiß heißt. Ich hab mich selber gekillt mit dem Wurfmesser. Ah! Nee, Digga. Ich wie immer, Troy. Aber das hier ist eine Nummer zu groß für dich. Dann halt nochmal. Dreh einfach um, bevor du verletzt wirst. Oder Schlimmeres. Ich kann auch nicht die Fresse halten. So, jetzt. Wir schaffen das! Los! Du hast keine Schrotflinte! Die Schrotflinte ausschalten! Oh, hat der Uta viel gebracht? Bam! Mehrere am Boden! Und bam! Jawollo! Ey, Harrow, bleib stehen! Achso, das ist gar nicht Harrow. Weißt du, was dein Problem ist, Troy? Du bist zu stur. Du weigerst dich, das große Ganze zu sehen. Du hast keine Ahnung, was wirklich los ist. Ich habe versucht, es dir beizubringen, aber du hörst nicht zu. Letzte Chance, Troy. Ich kann dich hier lebend rausbringen. Harrow, du nervst. Verdammt! Boah, ist das cool einfach. Erleiden Verluste! Ich habe deinen Mut immer bewundert. Macht es so schwer. Alter, Slow-Mo mit dem Wurfmesser, das ist episch. An alle Stationen, Waffenfreigabe, tut was nötig ist. Vorsicht, Minigun! Zählt auf die... Ja, okay. Das war der letzte. Noch lange nicht, glaub mir. Können wir nicht den Funk bitte ausmachen? Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Ja, ich auch nicht. Okay, divide et impera. Case, links. Seth, mit mir. Ich bin schon links gegangen. Case, so. Ich weiß, dass du mich hören kannst. Troy hat seine Wahl getroffen, aber das muss nicht deine sein. Du hast eine Gabe. Lass ihn nicht hier im Dreck verrotten. Einfach draufhalten. Bin in Bewegung. Ziel nicht erwischt. Komm. Haha. Einfach menschliches Schild. Lade nach. Wir können nicht ändern, wie es endet. Hör nicht auf die Case. Oh, ich hab keine Munition mehr. Ziel verletzt. Scheiße. Mann, ich stell mich hier wieder blöd an. Ach. Ich hab keine Zeit für diese ja, Scheiße. Ich auch nicht. Jetzt, los. Okay, divide et impera. Ach so, Case, das ich weiß, dass du mich hören kannst. Troy hat seine Wahl getroffen, aber das muss nicht... Aufeinander oder, Case? Ich nehme an, Gusev hat euch hergeführt. Ich wusste, er würde uns enttäuschen. Aber ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Partner. Ich wette, du weißt das selbst ganz genau. Ich respektiere dich, Case. Das tue ich wirklich.
Du gibst dich voll und ganz deiner Arbeit hin, hast Prinzipien. Auch wenn du es nicht glaubst, die habe ich auch. Nur eine Frage der Perspektive. Oh, das ist also deine rote Linie, Case. Die Art der Waffe? Welche Rolle spielt die Form, wenn sie deine Werte beschützt? Was, wenn du eine Person mit der Waffe tötest, aber du rettest zwei Leute? Ruhig, ruhig! Du kannst mich töten, Troy, aber du kannst das hier nicht aufhalten. Ich lass mir nicht gerne sagen, was ich nicht kann. Felix, bereit machen. Wir kehren zurück zum Turm. Mit einem Gast. In Deutschland haben wir ein Sprichwort. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das schließt auch Harrow mit ein. Wir wissen nicht, wo diese Waffe jetzt ist. Wir können vom Glück reden, wenn Jane anfängt zu reden. Falls. Das wird sie. Auf die ein oder andere Art. Vertrau mir. Wir sind auf dem Heimweg und ich spüre eine riesige Guillotine über unseren Köpfen hängen, die jeden Moment fallen kann. Wen bringen wir hier zurück? Sag kein Wort. Sie hat dieses "Ich weiß etwas, das ihr nicht wisst" Grinsen im Gesicht. Ich fand das früher niedlich, amüsant. Vielleicht hätte ich es kommen sehen sollen. Sie hat sich verändert, aber ich nicht mit ihr, doch ich konnte den Unterschied nicht erkennen. Ich krieg das nicht in meinen Kopf. Die Motivation. Sie war Patriotin. Trat in die Fußstapfen ihrer Eltern, beide CIA. Sie waren ihre Inspiration, glaubten immer an die Mission. Sie hätte sie nie enttäuscht. Was übersehe ich hier?